Ja, die Schleife ist voller Überraschungen. Diese junge Philharmonie in dieser Zusammensetzung habe ich noch nie gesehen. Herzlichen Dank. Und danke auch Ihnen allen, dass Sie in diesen Schwitzkasten reingekommen sind. Ich möchte heute Abend von God Stories sprechen. Und wir hatten eben zu Beginn von Ilona ein wunderbares Beispiel von einer God Story. God Story meint in unserem landläufigen Verständnis etwas, was sich ereignet hat, und die Größe und Macht und die Liebe unseres Gottes uns zeigt und darstellt. Es ist heute sehr in und modern, die God Stories. Und manchmal kommt man sich vor wie an einer Börse, wenn sich die God Stories dann so aneinanderreihen. Was hat er heute wieder gemacht, der liebe Gott? Wo sind seine Großtaten? Heute war es eher weniger und dann plötzlich wieder ein Riesenrutsch. Ich liebe sie, diese Geschichten von Gott. Man kann sie nicht genug hören. Und Gott selber ist ja ein Storyteller, ein Geschichtenerzähler. Seine ganze Schöpfung ist eine einzigartige Geschichte. Es sprudelt nur so. Zu jedem Gegenstand der Schöpfung könnte man eine Geschichte erzählen. Gestern hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben die Geschichte vom Gletscherfloh von meinem lieben Freund Felix erzählt. Ist doch eine gewaltige Gottstory. Dieses millimeterkleine Dings auf dem Gletscher, das Sprünge macht, die auf unser Verhältnis übertragen, für uns bedeuten würden, dass wir aus dem Stand 100 Meter springen. Man stelle sich das mal vor. Und mit einer Flüssigkeit im Inneren, die sie sich einreiben kann, um bei großen Kälte geraden zu überdauern, also der Frostschutz in sich selber. Ernährt sich von diesen Pollen, die der Wind auf den Gletscher trägt, und kann eine Blase bilden und in dieser Blase, wenn der Schnee taut, auf dem Gletscher sich treiben lassen, ohne dass sie unter die Räder kommt. Eine God-Story. Gewaltig, gewaltig, gewaltig. Gott selber ist so begeistert von seinen God-Stories, dass er dem Hiob God-Stories erzählt. Vom Nilpferd und vom Krokodil und weiß der Kuckuck was. Erzählt er solche God-Stories über seine Schöpfung. Man muss sich mal vorstellen, wie Gott begeistert ist von seiner eigenen Schöpfung. Hey, und ich hoffe, du bist es auch. Also, dass wir da nicht einfach durch die Welt trampeln, sondern diese God-Stories jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag
uns wieder in Erinnerungen rufen oder uns neu erzählen. Freunde, jeder Morgen ist für mich eine God-Story. Da hocke ich an meinem Fenster in der Morgenfrühe und schaue wieder, wie der Morgen heute beschaffen ist. Und jeder Morgen ist wieder völlig anders. Und wenn du noch das Glück hast, an einem Ort zu leben, wo die Wolkenbildung so sichtbar ist, hey, das sind God-Stories noch und nöcher, wie diese Wolken Berge bauen und wie unterschiedlich sie sind in den Färbungen. Gewaltig, und oft bilden sie dann Ketten zusammen, haben verschiedene Farben, die sich gegenseitig abstoßen, oder dann fliegt wieder irgendein einzelner Fetzen darüber. Das sind wunderbare God-Stories. Ich bin begeistert. Und ihr auch, Margrethe und Günther im Döstal hinten, wo ihr so näher bei den God-Stories seid. Und wenn wir dann die Geschichte mit den Menschen anschauen, die Geschichte Gottes mit seinem erstgeborenen Volk, den Juden, ist eine einzige God-Story. Darum können die Juden auch so gut Geschichten erzählen. Sie sind fantastische Geschichtenerzähler. Es ist eine einzige God-Story. Das ganze Alte Testament, hey, was wäre die Bibel ohne diese God-Stories der Juden? Und dann kommt Jesus, der König der Juden, als ein Storyteller, ein Geschichtenerzähler. Unwahrscheinlich, wenn man seine Gleichnisse nimmt, da ist jedes Kind mit hineingenommen. Und überhaupt kein Problem, Kinder zu begeistern für die Botschaft Gottes, wenn man diese Geschichten erzählt. Und früher war das meine Leidenschaft. Hey, diese Geschichten wieder zu erzählen. Gewaltig. Paulus war dann weniger Storyteller. Der war dann zur Ausnahme Theologe. Und Gott hat dann da irgendwo ein Gegengewicht geschaffen, dass da auch noch die Theologen auf ihre Rechnung kommen und nicht nur glauben, die Geschichten, die seien zu wenig für ihre Ansprüche, sondern dann haben sie noch den Paulus. Und der Paulus, der macht es halt auf seine Weise. Er versucht es mal im Galaterbrief mit den beiden Bergen und der Sarah und der Hagar, aber das geht total in die Hosen. Also von Storytelling keine Rede. Das war ein hilfloser Versuch von Paulus, auch mal auf die Matte zu stehen und God-Stories zu erzählen. Aber selbst diese God-Story vom Galaterbrief wird dann theologisch, wo man dann wieder hirnt an diesen beiden Frauen und Bergen herum. Also wir sind Gott so dankbar, dass wir Geschichten erzählen dürfen. Hey, ist das klar? Und ich möchte heute Abend auch noch von einer anderen Sorte von God-Stories erzählen. Ich glaube, wenn wir nur diese Erfolgsgeschichten haben, wo Gott sich endlich einmal zeigt, oder wo es dann stimmt da und stimmt da und stimmt da und stimmt da und drei Stellen nach dem Komma geht die Rechnung auf und dann Judi Hui. Und wir brauchen es. Wie wollen wir leben ohne solche tollen God-Stories-Geschichten? Aber dann gibt es noch die
die anderen God-Stories-Geschichten und die sind genauso God-Stories-Geschichten wie die Geschichten von Erfolg und von Durchbrüchen und von Wundern, von Heilungen, von Zeichen, egal wie. Aber bei Gott, da zählen auch die anderen God-Stories-Geschichten. Und er hat angefangen bei sich selber. In ihm sind beide Geschichten vertreten, in seinem Herzen. Es ist der Gott, der Tränen hat, der auf den Tisch hauen kann in seinem Zorn und in seinem Schmerz. Und es ist derselbe Gott, oder? Mit einer unheimlichen Sanftmut und Weichheit und Zartheit, wie wir menschlicherseits eine solche Zartheit überhaupt nicht kennen. Und sein Sohn Jesus Christus, er war wahrscheinlich der gewaltigste Storyteller, der je gelebt hat auf dieser Erde. Also Johannes musste es ja wissen. Und da schreibt er am Schluss des Evangeliums, es gibt aber noch viel anderes, was Jesus getan hat. Und wenn eins nach dem anderen aufgeschrieben würde, glaube ich, sogar die Welt, nicht nur die Bibliotheken, könnte die Bücher nicht fassen, die geschrieben werden müssten. Also Jesus war ein gewaltiger Storyteller. Was meint ihr, diese rüden Gesellen, die Fischer, ehemaliger Zelote, ehemaliger Abzocker, Zöllner, die waren einfach hingerissen, wie er Geschichten erzählen konnte. Was meint ihr, was Jesus gemacht hat an diesen Festmählern, die er gefeiert hat? Er hat Geschichten erzählt. Und wo er war, entstanden neue Geschichten und neue Geschichten. Maria Magdalena mit dem Alabastergefäß, das sie über ihm zerbrach und ihn salbte. Jesus hat die Geschichten richtig angezogen, oder? Jetzt gerade ein kleines Büchlein rausgekommen von der Marianne Hirzel, die älteren Frauen unter euch, ihnen wird dieser Name noch ein Begriff sein. Hat dann bei Campus ganz aktiv bei den Frauenfrühstücken, damals noch in den Anfängen und später dann als Referentin auch international unterwegs. Und sie ist eine Storytellerin sondergleichen. Ein ganzes Büchlein nur mit Geschichten. Und es ist so erholsam und wunderbar, diese Geschichten zu hören. Gut. Ich meine, jetzt jene God-Stories, die nicht so verlaufen sind, wie wir es uns eigentlich gewünscht hätten. Und am Schluss doch diesem Gott alle Ehre geben. Und wir erleben in einer Breite, Höhe, Tiefe und Länge nochmal eine Liebe von Gott, wie wir sie vorher überhaupt noch nicht gekannt haben. Ich rede zum Beispiel von einer God-Story, die Jack Deere betrifft. Jack Deere, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Lehrer im Leibe Jesu gewesen vor 2-3 Jahrzehnten. Er war auch mal hier an einer Konferenz in Winterthur. Und wer ihn gehört hat, der weiß noch, dieser drahtige Mann mit Hornbrille, mit einem scharfen Intellekt, der ebenso scharf geschriebene Bücher auf den Markt brachte, dieser Mann, der lehren konnte wie kein Zweiter. Und wo man wusste, das ist ein Lehrer von Gottes Gnaden im Leib Jesu Christi. Und wo man Meilen fahren würde, um diesen Mann wieder zu hören. Und dann erkrankte seine Frau. Diese kostbare, zerbrechliche Frau, die Lisa, die auch hier in Winterthur war.
ein wunderbares Paar. Einmalig. Und da ist irgendeine Krankheit, die die Ärzte überhaupt nicht in den Griff bekamen. Und dann kommt die God Story. Was macht dieser weltberühmte Lehrer, der eine Gemeinde hat und diesen Lehrdienst überall eingeladen? Er legt alles nieder, gibt die Gemeinde in andere Hände, stoppt all seine Outreaches in die Welt hinaus und geht zu seiner Frau ins Krankenhaus und verbringt dort Monate an der Seite seiner Frau und leidet diesen ganzen Prozess mit ihr durch und schreibt jeden Tag einem großen weltweiten Kreis von Freunden eine E-Mail mit den Tagebuchnotizen des jeweiligen Tages. Man stelle sich das vor, dieser Mann mit seinen berühmten Büchern, die man ihm aus den Händen gerissen hat. Und jetzt schreibt er über Monate treu jeden Tag eine E-Mail über den Zustand seiner Frau, über die Art der Pflege, wie er ihr geholfen hat und. Das ist für mich eine gewaltige God-Story. Die E-Mails gehen dann weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, bei dieser Bekanntheit der beiden, weltweit wird gebetet. Weltweit wird gerungen, gefastet, damit das Wunder durchbricht bei dieser Frau. Und Finger werden schwarz, Zehen werden schwarz. Und am Ende muss man im E-Mail lesen, dass Finger abgefallen sind oder Zehen nicht mehr vorhanden und dass da Ersatz geschaffen werden muss. Und dieser Mann immer noch an der Seite dieser Frau. Irgendwann hören dann diese täglichen Mails auf, wahrscheinlich weil diese ganze Schwere dieser Last gar nicht mehr in Worte zu fassen ist. Aber das ist für mich eine ganz gewaltige God-Story, die mir zeigt, das Herz von Gott, versteht ihr? Was hat denn Gott gemacht? Der blieb nicht im Himmel hocken, sondern er kam ans Krankenbett dieser Menschheit und ist selber Mensch geworden. Und ist als ein Zimmermannssohn, so genannt, in Nazareth aufgewachsen, damit er einer war von den Armen, von den Niedrigen. Und hat nachher die Armen und Niedrigen um sich gesammelt. Dieser Gott, wir haben seine God-Story haben wir noch gar nie ausgeschöpft, ich kann es euch sagen. Das eine sind die vielen Heilungen, Wunder, Zeichen, Brotvermehrungen, übers Wasser laufen und, die Bücher füllen würden. Und das andere ist die God-Story von der Passion Jesu Christi. Und einer hat sich mal dahinter geklemmt, nach all diesen mehr oder weniger gelungenen oder weniger gelungenen Versuchen, die Passion darzustellen. Wir selber haben es auch mal versucht mit dem Alsfelder Passionsspiel in den 50er Jahren hinten im Töstal. Und da hat sich dieser Regisseur gesagt, und ich reiß das nochmal unter meine Nägel. Und wenn es bis ans Blut geht, aber ich will diese Passion nochmal verfilmen. Und dann kam dieser berühmte Passion-Film, wo das Blut buchstäblich geflossen ist. Ihr erinnert euch.
Man hört, wenn man ihn einmal gesehen hat, hört man heute noch die Geißelschläge, die auf den Rücken von Jesus niedergeprasselt sind. Man hört jetzt noch die Hammerschläge oben auf der Schädelstätte, als sie ihn annagelten und. Ein episches Werk. Und dieses epische Werk ist genauso eine Gottstory. Verstehst du? Das ist nicht nur Mittel zum Zweck, damit wir wieder versöhnt sind mit Gott, sondern da reißt Gott wie der berühmte Pelikan, der nichts hat, um seine Jungen zu füttern und sich das Herz aufreißt und seine Jungen mit dem eigenen Blut füttert. Da reißt Gott sich das Herz auf, oder? Um dieser Menschheit diesen Trank zu geben, diesen Trank des ewigen Lebens, von dem wir singen, es ist Power in the Blood. Wonderworking Power in the Blood. Es ist Kraft, Kraft in dem Blut. Aber das ist nicht einfach, versteht ihr so, ein bisschen evangelikal-fundamentalistisch, sondern das ist das Blut des Herzens Gottes. Das ist auch nicht so ein paar Bluttropfen vom Kreuz runter, sondern das ist das Blut des Herzens Gottes, was wir in der Eucharistie trinken. Und wir haben diese Gottstory vom Herzen Gottes, haben wir nur ganz klein wenig verstanden. Auch alle Theologen zusammen, wir haben nur ein ganz klein wenig von dieser Story erkannt. Und diese Story, die muss noch tiefer erkannt werden. Wir müssen dieser Geschichte auf der Spur bleiben, weil da liegt noch mehr drin, verstehst du? Eine Welt, für die Gott einfach so eine Randerscheinung ist, die man ausblenden kann. Wenn eine Welt verstehen würde, wer dieser Gott ist, versteht ihr? Dann wäre es fertig mit dieser Perversion, dass dieser Gott da noch in der Kirche so ein bisschen Unterschlupf findet wie ein Obdachloser und wir ihn auch nicht manchmal per Namen begrüßen, damit wir ja nicht anstoßen. Und da gilt es nochmal in die Tiefe zu steigen. Versteht ihr? So wie Jesus nochmal in die Tiefe der Menschheit hinuntergestiegen ist, bis in die Hölle, ins Totenreich, wir wollen noch mal hineinsteigen in die Tiefen des Herzens Gottes, was du heute angetönt hast, Ilona. Und es heißt, wir durch den Geist Gottes können die Tiefen des Herzens Gottes erforschen. Und ich sehne mich, Felix hat angefangen mit seinen Gedichten, ich sehne mich nach einer Botschaft, wo diese Tiefe des Herzens Gottes nochmal auf den Leuchter kommt und wo Menschen berührt, überwältigt werden, angesprochen werden, dass wir einen solchen Gott haben, nicht einen Gott der Konfirmationen und der Trauungen und all dem, was gut und schön und richtig ist, sondern einen Gott, der sein Herz aufgerissen hat, um diese Menschheit wieder an sein Herz zurückzukaufen. Ich halte Ausschau und ich freue mich so tief, dass ich sehe, wie viele Anfänge das gemacht sind. Wir segnen dich, Felix. Nächstens wird ein Gedichtband von ihm im Schleifen Verlag erscheinen, wo ihr neue Töne hört. Evangelium nochmal in anderer Gestalt. Und wir segnen heute Abend auch von hier aus nochmal Jack Deere und seine Frau Lisa und danken Gott für diese Gottstory dieses Ehepaars. Eine andere Gottstory noch, die mir ganz präsent ist, das ist Bruder Tilbert Moser. Viele von euch kennen ihn, diesen Kapuziner vom Kapuzinerkloster Olten
immer ein bisschen schmuddelig, seine Kleider in Unordnung, spindeldürr, aber mit leuchtenden Augen und immer im Schuss für seinen Jesus und für das Reich Gottes und vor allem für das jüdische Volk, für das er Bücher geschrieben hat und Aufsätze geschrieben hat und sich in die Nesseln gesetzt hat wie kaum ein zweiter. Und der Krebs hat auch vor seiner Türe nicht Halt gemacht und er wurde ganz gefährlich von dieser Krankheit gepackt, geschüttelt und sollte nun eine Serie von Bestrahlungen an seinem Leib geschehen lassen, die lebensrettend hätten sein sollen. Wisst ihr, was der Tilbert gemacht hat? Er kaufte sich eine Fahrkarte nach Turin. Dort ist ein Grabtuch von Jesus, wo nach der Tradition und Überlieferung die Mutter Jesus dieses Schweißtuch hingehalten hat und da hat sich das Gesicht Jesus in diesem Grabtuch abgebildet. Es gibt dann zwar noch einmal eines hoch im Norden, aber das ist ja bei allen Dingen so, oder? Es gibt dann zwei, drei, vier. Stellt euch mal vor, die Tonnen von Kreuzsplittern vom Kreuz Jesu, die da rings um die Welt gehandelt worden sind und immer noch gehandelt werden. Und die Knochen von Heiligen, die sich wunderbarerweise nicht nur verzehnfacht, sondern vertausendfacht haben, als Reliquien irgendwo in einer Kapelle oder Kirche, um angebetet oder angefleht zu werden für Heilung. Tilbert ging nach diesem Turin, um sich dort vor das Grabtuch zu setzen und sich bestrahlen zu lassen von Jesus. Ist das nicht wunderbar? Dieser kindliche Glaube, so was Reines, Schönes, fährt er hochgradig bedroht vom Tod nach Turin oder und setzt sich da vor diesen Kasten mit dem Tuch während Stunden und lässt sich dort von Jesus bestrahlen. Ich liebe das einfach. Das sind Jünger Jesu, apostolische Jünger Jesu. Versteht ihr, da zählen nicht mehr die Bücher, die sie geschrieben haben, sondern da zählt nur noch das Herz, wo man sagt, Heiland, so ein Herz möchte ich haben, das dir so zugewandt ist. Und vielleicht noch in diesem Zusammenhang eine letzte Geschichte, die brandneu ist, frisch. Wir haben ja in unserer Gemeinschaft einige Krankenschwestern, zum Teil High Level in ihrer Ausbildung, auf der IPS arbeitend oder als Abteilungsleiterinnen. Und eine von diesen hatte eine Freundin und die war schwanger und diese Schwangerschaft wurde kompliziert, weil alle Werte gingen dann über die Grenzen hinaus und es wurde für Mutter und Kind wurde es bedrohlich. Und die Berichte über die momentanen Zustände, Werte, die gingen laufend über WhatsApp weiter und da haben unzählig viele haben gebetet und gebetet und gebetet. Schließlich dann trotzdem diese High-Level-Krankenschwester alles versucht hat, ihre eigene Oberärztin von einem anderen Krankenhaus noch ans Krankenbett gebeten für Rat, kam dann die Mitteilung, dass die Mutter heimgegangen ist. Und heute kam der Bericht,
dass das Kind, das in höchster Lebensgefahr schwebte, bereits wieder ohne Schläuche ist, dass das Herz normal schlägt und dass die Werte im Zunehmen begriffen sind und das Kind bereits schon an Gewicht gewonnen hat. Ebenfalls eine God-Story, eine Gottesgeschichte, wo man heulen und lachen kann zusammen, verstehst du? Und wo man nicht weiß, soll man jetzt zuerst heulen oder zuerst lachen über die guten Werte des kleinen Kindes. Das sind God-Stories genau gleich wie die, die wir zu Anfang gehört haben. Und sie sind beide genau gleich wertvoll und ehren Gott. Und ich möchte jetzt noch zu einem Text kommen, der steht im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 32. Da heißt es, 10, 32, erinnert euch aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden waret, viel Kampf der Leiden erduldet habt, indem ihr teils durch Schmähungen und Trübsale zur Schau gestellt, teils Genossen derer geworden seid, die so wandelten. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, in der Erkenntnis, dass ihr für euch einen besseren und bleibenden Besitz habt. Vers 35. Darum werft eure Zuversicht, oder Luther sagt, euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung hat. Denn Ausdauer habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tun und so die Verheißung erlangen mögt. Denn, und jetzt kommt Zitat, Altes Testament, eine ganz, ganz kurze Zeit, so wird der, welcher kommen soll, kommen und nicht verziehen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er feige zurückweicht, hat meine Seele, also die Seele Gottes, kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die feig zurückweichen, um so zugrunde zu gehen, sondern wir sind solche, die glauben, die vertrauen, um so das ewige Leben zu gewinnen. Und damit komme ich nochmal zu einer weiteren Gruppe. Und ich meine, diejenige, von der in den Briefen der Offenbarung, den apostolischen Sendschreiben, den sieben, berichtet wird, das sind die Menschen, die überwinden. Wer überwindet? So beginnt jede Verheißung. Wer überwindet, dem will ich geben. Wer überwindet, dem will ich geben. Das heißt, das sind Menschen, die ankämpfen müssen, auch gegen Missverständnisse, gegen Verkennung, gegen Schmach zur Schaustellung und so weiter. Bloßstellung auch in der Öffentlichkeit, die beraubt werden ihrer Freunde, des guten Rufes und so weiter. Und es ist typisch, es heißt da, erinnert euch aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Kampf der Leiden erduldet habt. Ich wohne ja immer noch hier in der Nähe von Winterthur. Winterthur ist mein Heimatort. Hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich zur Schule gegangen und hier ist ein Traum von mir, ein Jugendtraum von mir in Erfüllung gegangen, dass ich Pfarrer wurde in Winterthur Seen. Weil wir waren damals bei den Darbisten untergebracht in der Familie
der Frauen mit den Schleiern während des Gottesdienstes, die mussten hinten sitzen, die Brüder, die saßen vorne. Und wo man eine Bewilligung haben musste, um am Abendmahl teilnehmen zu dürfen. Wir Kinder oder Jugendliche damals, wir haben immer mit Stielaugen dem Abendmahlsteller nachgeschaut mit dem weißen, wunderbaren Brot, so ein Weckenbrot darauf. Und es war nur das eine, wenn ich davon mal einen kleinen Bissen haben dürfte. Und ich habe nicht gelitten unter dieser Gemeinde, aber ich habe eine Weite gesucht. Und von meinem kleinen Fenster aus, ohne Heizung, wo ich im Winter mit den Füßen mit einer Wolldecke eingepackt und die Wolldecke und die Füße in einem Rucksack meine Aufgabe gemacht haben, von diesem Zimmerfenster aus konnte man genau auf die Kirche sehen schauen. Und wenn es dann geregnet hat, dann gab es oft über der Kirche sehen einen Regenbogen. Und mich hat es als Schüler immer und immer wieder zu dieser Kirche hingezogen. Das war für mich über ein weites Land hinschauen. Damals war es noch das Grützenfeld, verstehst du? Jetzt ist es ja nur noch Betonwüste. Aber damals war es Grützenfeld. Grün, 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 grün. Und ein Feld. Und da haben wir unsere Drachen fliegen lassen und. Und da gab es noch die Kiesgruben, wo man da seine Rennen machte. Es war eine glückselige Jugendzeit. Und dann hat Gott diesen Jugendtraum erfüllt. Und wir kamen dann von Frankfurt nach Seen. Und wir waren so glücklich, als ich zum ersten Mal mit meinen beiden Jungen, noch sehr jung, bei der Kirche auf der Bank saß, um ihnen beizubringen, dass wir jetzt von Frankfurt wegziehen, nämlich in diese Kirche. Da saßen wir also vor dieser Kirche und ich habe ihnen dann nochmal erzählt von meiner Kindheit und meinen Jugendträumen. Jedenfalls haben sie gute Miene zum bösen Spiel gemacht und sind mitgekommen. Und wir hatten eigentlich eine gute Zeit. Und es heißt, nachdem ihr erleuchtet worden wart, es gab Aufbruch in der Kirchgemeinde. Wunderschönen Aufbruch. Und zwei gläubige Kollegen, die auch mitgezogen hatten. Aufbruch, Aufbruch, Aufbruch. Junge Ehepaare kamen, haben ihr Leben Jesus übergeben. Und das Schönste, ein altgedientes Ehepaar, schon um die 80, stand vor der Pfarrhaustüre Hand in Hand und haben gesagt, Herr Pfarrer, wir möchten das auch machen, von dem Sie erzählen. Und sie haben ihr Leben als Kirchenchristen, die keine Ahnung hatte, dass Jesus eigentlich nicht in der Kirche wohnte, sondern dass er eigentlich in den Herzen der Menschen wohnen wollte. Als Kirchenchristen haben sie diesen Jesus dann im hohen Alter noch eingeladen und sind glücklich, glücklich, glücklich wieder von dannen, Hand in Hand, die beiden. Ach, der Fritz und das Anni. Halleluja. Dafür hatte mir dann alle verlotterten Bücher eingebunden und ich habe jetzt noch in meiner Bibliothek habe ich seltene Exemplare mit dem Einband von diesem kostbaren Mann. Ja, und wie das ist bei Jesus, es multipliziert sich halt, verstehst du? Und jemand von der Kirchenpflege hat gesagt, sie sehnen sich zurück nach der Zeit, wo wir noch Ruhe hatten in der Kirche.
Aber ich kann euch, muss euch leider die Nachricht weitergeben, dass es bei Jesus so keine Ruhe gibt. Der ist immer in Bewegung. Gott ist immer in Bewegung und es ist ihm zu langsam zu gehen. Darum hat er eine Karre mit Rädern, die sich nach allen Seiten drehen könnten. Das könnt ihr nachlesen im Ezechiel. Gott ist in Bewegung. Und Gott ist ein Gott des Wachstums. Er beginnt zwar winzig, winzig, winzig klein, kleiner geht es nimmer, aber dann dafür hoch, hoch, höher, höher, höher. Ja, und für Menschen, die natürlich den Schreck hatten vor zu viel Veränderung und allenfalls auch zu vielen Leuten, weil es kam vor, dass die Ambulanz von Winterthur mit Blaulicht zur Kirche fahren musste, weil wieder jemand im Gedränge ohnmächtig geworden war, weil die Leute zum Wort Gottes hindrängten. Und man sehnte sich wieder nach einer Zeit, wie Amix, verstehst du? Wo man endlich wieder wusste, wir sind wieder unter uns, der liebe Gott ist weit weg vom Schuss. Und jetzt können wir wieder einfach einen gemütlichen Sonntagmorgen Gottesdienst feiern. Ich muss zwar in Klammer anfügen, ich habe nie ein modernes Lied in einem Sonntagmorgen-Gottesdienst singen lassen. Und zwar eben wegen den Leuten, die gerne die alten Lieder gehabt hätten. Und ich liebe eben die alten Lieder auch. Aber es musste eben dann kommen, wie es kommen musste. Und plötzlich saß man auf der Anklagebank und auf dem Weg des Rechts, musste vortraben beim Herrn Dekan, musste vortraben beim Kirchenratspräsidenten, wo da Verhöre waren. Und dann gab es schließlich die hochoffizielle Pfarrmetzgete im Kirchgemeindehaus bis auf den letzten Platz rammelvoll gefüllt. Mit Leuten, natürlich auch von der Stadt Winterthur, die sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen wollten und die mit der Kirchgemeinde überhaupt nichts am Hut hatten. Natürlich auch die Presse, das war doch hoffnungsvoll, dass da was rausspringen würde. Und der ganze Kranz von Autoritäten, Kirchenrat und so weiter. Meinem Kleinsten hatte ich Verbot gegeben, dass er nicht ins Kirchgemeindehaus kommen durfte. Der Ältere war schon schulpflichtig und er durfte kommen. Aber ich ahnte natürlich nicht, dass der Kleine im Pyjama draußen vor der Türe lauschte. Also das war eine ganz dramatische Sache. Hat auch entsprechend lange gedauert. Ich habe meinen Freunden gesagt, ich verbiete jedem aufzustehen und etwas zu sagen zu meinen Gunsten. Weil das ist nicht unsere Art, wie wir uns wehren, sondern das ist eine Würde, wenn man um Jesu Willen mal aufs Dach bekommt. Und die haben dann tatsächlich geschwiegen. Was dann für meine Kinder nicht so ganz einleuchtend war. Ich musste ihnen zuerst das Langen und Breiten dann erklären. Und es hat bis jetzt gedauert. Vor einem Jahr kam der Ältere, der das Ganze mitverfolgt hat, an Ort, kam zu mir und sagte, jetzt endlich, Vater, verstehe ich, warum du damals deinen Freunden gesagt hast, sie hätten zu schweigen. Durch Situationen in seiner eigenen Firma. Aber es hat etwas lang gedauert. Aber bei Gott sind ja 1000 Jahre wie ein Tag. Ja, und da habe ich zum ersten Mal erlebt, die Glückseligkeit,
kann es gar nicht anders nennen. Leiden, ein bisschen Leiden, das zusammenhängt mit dem Evangelium oder mit dem Einsatz fürs Evangelium, solches Leiden ist eine Glückseligkeit. Als dann im Schweizer Fernsehen dieser Film ausgestrahlt wurde, wo Freunde, ehemalige Freunde von uns zum Teil verhüllt ausgesagt haben gegen uns, und zwar Dinge, die ich hier nicht wiederholen will, die sind alt, die sind alle schon längst vorbei. Da bin ich in jener Nacht, es war eine Mondnacht, bin ich in den Wildberg hinaufgegangen und bin dort gelaufen, und in mir drin war ein solcher Jubel, ich kann es euch nicht beschreiben. Und plötzlich war dieses Lied in mir, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Und da bin ich wie ein Tor da durch die Nacht gelaufen und habe den Paul Gerhard geschmettert vor mich hin. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Und vielleicht versteht ihr, weshalb unser schönes Kirchengesangbuch Lied: In dir ist Freude, in allem Leide, eine Tanzmelodie hat. Das ist nämlich ursprünglich ein Liebeslied. In dir ist Freude, bam, 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 bam. Da kannst du wunderbar tanzen dazu. Aber wenn wir vom Leid singen, dann können wir gleichzeitig dazu tanzen, weil wir sind gewürdigt worden, so ein Zipfelchen, Zipfelchen, Zipfelchen von einem Zipfel mit unserem Jesus zu leiden. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ihr kennt es nicht, vielleicht noch nicht in der Fülle, diese Süße, was es bedeutet, diese Glückseligkeit, diese Freude, die Gemeinschaft der Leiden Jesu. Oder darum schreibt doch im Philipperbrief Paulus dazu. Und dort ist er bereits ein Gefangener, oder hockt im Gefängnis, und kein Brief redet so viel von Freude wie der Philipperbrief. Abermals sage ich euch, freut euch, freut euch. Oder das ist die Glückseligkeit, wenn man ein ganz bisschen teilhaben darf am Leiden Gottes für diese Welt und um seine Kirche. Versteht ihr das? Und darum bin ich Gott so dankbar. Und manchmal frage ich mich, jetzt liegt schon lange zurück, dass die Presse über mich hergefallen ist, ob ich noch auf dem rechten Weg bin oder ob ich irgendwo eine Abzweigung verpasst habe. Ich würde gerne wieder mal tanzen. In dir ist Freude, in allem Leide. O mein lieber Jesus Christ, in dir wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Wir jubilieren und triumphieren, jauchzen und loben den Herrn dort oben. Hey, das ist einfach gewaltig. Und die konnten auch die Christen nicht abhalten davon, sogar in der Arena, wenn sie den Löwen vorgeworfen worden waren, dort noch zu singen. Und sie konnten die Christen nicht abhalten, auch auf dem Scheiterhaufen, wenn das Feuer schon brannte, noch zu singen. Und wenn sie zur Hinrichtung gekarrt wurden, dass sie auf dem Wagen noch gesungen haben, gebunden und bereits schon vorgängig gefoltert. Ich propagiere nicht das Leiden, habt ihr es hoffentlich verstanden? Christsein ist Freude, egal ob wir in guten Verhältnissen, momentan ruhigen Verhältnissen drin leben, sogar Erfolg haben und alles rund läuft, oder ob wir in ganz anderen
Verhältnissen drin leben und die Vorzeichen völlig anders sind. Aber Christentum ist immer Freude. Hey, Reich Gottes ist Freude, Friede und Gerechtigkeit. Was meint ihr denn, was wir machen im Himmel? Sicher keine Erbsen zählen und an die Welt denken. Das heißt, es ist endgültig vorbei, mit Tränen, mit Schmerz, mit Erinnerung, alles vorbei. Dort ist es Zeit, sich zu freuen. Gott hat lange genug gehabt, um auf diesen Mensch zu warten, bis er sich mit diesem Mensch zusammen freuen kann. Jetzt ist die Wolke der Zeugen, oder? Die da in der Wolke eingewickelt sind. Ich weiß nicht, hört man da die Freude genügend aus der Wolke heraus? Oder ist die Wolke der Zeuge auch beschäftigt, für uns Fürbitte zu machen? Ich weiß es nicht. Aber es wird die Zeit kommen, wo wir einmal mit diesem Gott tanzen. Verstehst du? Es gibt eine wunderschöne Darstellung. Die ist mir dann wieder abhanden gekommen, weil sie mir so kostbar war und man ja keine Bilder zu hoch heben sollte. Da tanzt der Vater von Lukas 15, der Vater der beiden Söhne, tanzt mit dem zerlumpten, verlorenen Sohn, als er nach Hause kommt. Ein wunderschönes Bild. Und kannst du denken, wenn dann Gottes Wahl ist, oder nicht Damenwahl, Gottes Wahl im Himmel, und wenn Gott endlich mal mit dem Menschen tanzen kann, verstehst du, mit uns Menschen tanzen kann, nein, das wird gewaltig, Freunde. Das wird gewaltig. Und darum, ich sage das ganz bewusst prophetisch, wir werden uns wieder wahrscheinlich an solche Umstände etwas mehr gewöhnen müssen. So kleine Häppchen kriegen wir bereits mit, aber das ist die Ankündigung von Leiden, versteht ihr? Wir leiden nicht, weil wir blöd sind. Oder weil wir unser Christentum so schlecht verkaufen, sondern wir leiden dann irgendwann mal um des Evangeliums willen. Verstehst du? Wo man den Namen Jesu nicht mehr aussprechen darf, damit es Frieden ist im Hause, auch im Hause der Schweiz. Und dann werden wir diesen Namen Jesus lauthals aussprechen. So wie jener Bruder im Hungerbunker, der diesen Jesus-Namen aus dem Hungerbunker heraus hinausgeschmettert hat auf den Appellplatz, wo all seine Mitgefangenen in Reih und Glied standen und dann wieder einer reinkam und ihn zusammenschlug, weil er wieder diese Worte hinausgerufen hatte. Aber wir werden diesen Namen Jesus nochmal hoch, hoch, hoch erheben. Den König der Juden und den König der Völker. Das Lamm Gottes, wie es geschildert wird im Buch der Offenbarung. Es lohnt sich nur schon deswegen, wieder mal das Buch der Offenbarung zu lesen. Freunde, da zeigt Gott nochmal sein wahres Wesen. Verstehst du, da wird nicht der King auf dem Thron sitzen, sondern dort oben ist das Lamm. Und eine Welt wird sich nochmal wundern. Verstehst du? Die kann sich jetzt wegstehlen, wenn nötig, mit Exit, um nicht da unter den Hammer zu kommen mit diesem Gott und keine Rechenschaft ablegen zu müssen. Aber eine Welt wird sich wundern, wenn sie diesem Gott begegnet als Lamm. Das ist das höchste und größte Attribut von Gott. Das Lamm. Und versteht ihr, wenn dann mal so ein paar Kostproben kommen sollten, dann gilt es, wir werfen unsere Zuversicht nicht weg. Ausdauer haben wir nötig.
damit ihr den Willen Gottes tun und so die Verheißung erlangen mögt. Wir müssen Ausdauer haben. Versteht ihr das Bild Gottes, das er im Herzen trägt, von dieser Welt, von der Geschichte der Völker, auch von der Schweiz, ist viel, viel, viel größer als das, was wir da in der Zeitung lesen können und von all den gewieften Politikern und Philosophen vorgesetzt bekommen. Dieses Bild Gottes, von dem es heißt, ein Tag wie tausend Jahre wie ein Tag, von diesem Gott, der Geschichte schreibt, und zwar für das ganze Universum, nicht nur jetzt für unsere kleinen Befindlichkeiten und unsere Schweiz, für diesen Gott zählt dieses große Bild. Und da gehören alle dazu. Da haben damals die Ägypter dazugehört, als Israel in der Sklaverei war. Da haben die Amoriter und alle anderen auch dazugehört. Gott hat das große Bild und wir müssen uns reinschicken in dieses große Bild, was uns manchmal völlig unverständlich ist, wo wir uns keinen Reim machen können, warum Gott jetzt diesen Weg geht mit den Völkern. Aber Gott geht Wege, die vollkommen und heilig sind, weil Gott diesem großen Bild entgegengeht, wo die Völker einmal nach Jerusalem kommen werden und Jesus dort als der König regieren wird. Darum noch einmal, Freunde, wir wollen Ausdauer haben, damit der Wille Gottes von uns erkannt und getan werden kann. Und ich schlage vor, dass wir innerlich das nochmals festmachen für uns. Wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen. Der Gott hat es nicht verdient. Wir mögen schwach werden, wie viele Zeugen Jesu Christi beim ersten Mal schwach geworden sind und widerrufen haben, aber wir werden zum zweiten Mal werden wir es wieder packen. Wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen. Wir wissen noch ein kleines, dann sehen wir mehr von diesem ganzen Bild. Und über unserem Leben soll einmal stehen, wir haben Gott vertraut. Freunde, das sind wir diesem Gott schuldig, diesem Herzen Gottes, das sich ausblutet für eine verlorene Welt. Das sind wir diesem Gott schuldig, dass wir sagen, Gott, für dich will ich alle Feigheit, alle Ängstlichkeit, alles Zaudern ablegen und ich gehe in die Schusslinie und ich bekenne deinen Namen mutig. Vor allem jetzt, wo das Reformationsjahr ist, wollen wir nochmal diesen Jesus bekennen. Jesus, Jesus, Jesus. Über allem, in allem und durch alle, wie unser Vater im Himmel. Vater, ich danke dir. Führe uns deine Wege, Gott. Gürte uns. Es ist vorbei, dass wir uns selber gürten. Mit unseren Plänen, mit unseren gut gemeinten Absichten. Wir brauchen es, dass du uns jetzt gürtest. Und zwar mit deinem Gurt der Wahrheit. Mit dieser Wahrheit, die frei macht. Mit dieser Wahrheit, die du selber bist. Die keine Rechthaberei in sich schließt. Keine Parteiung, sondern dieser Wahrheit die Bahn schafft für diesen Gott. Für das Verständnis und die Offenbarung seines Herzens. Wir danken dir, Jesus, von ganzem Herzen. Und wir ehren dich über all unseren Geschwistern, Freunden, die bereits schon in diesem Feuer drin sind, die wissen, was es ist, wenn ein Kopf rollt, die wissen, was es ist, wenn Kinder mit betroffen sind, wenn Familien, ganze Familien mit betroffen sind. Die wissen, was es ist, Heimat zu verlieren, Freunde zu verlieren, vom guten Ruf überhaupt nicht mehr zu sprechen. Das ist alles
nette Nebensache. Vater, wir segnen diese Geschwister. Wir danken dir, dass sie zum Teil jetzt auch unter uns sind, mit denen, die da gekommen sind. Und dass sie zu einem Salz und zu einem Licht werden, auch für uns in den Zeiten, die kommen. Vater, dass sie nicht einfach gekommen sind, um sich hier wohl sein zu lassen, sondern dass sie Zeugen sind von diesem Gott, Zeugen von diesem Gott und Zeugen davon, dass wir nicht feige zurückweichen. Ich danke dir herzlich. Und so wollen wir dir nochmal sagen, Jesus, du bist uns unendlich kostbar. Dein Name ist wie eine Salbe auf unsere Herzen, auf unseren Geist, auf unsere Tiefen, auf alle Beschwerden, Krankheiten, Schwierigkeiten, Behinderungen, ist wie eine Salbe. Und nur schon diese Salbe zu spüren, diese kühlende Salbe vom Namen Jesu auf unseren Wunden, Krankheiten, Vater, wie wohl tut das. Und ich weiß, du bist noch lange nicht am Ende. Du hast eine Ernte versprochen, du hast versprochen, dass alles zunimmt, was Reich Gottes beinhaltet. Heilungen werden zunehmen, Befreiungen werden zunehmen und es wird rapide zunehmen mit Veränderungen, Wiederherstellung von Menschenleben. Vater, wo diese lange, lange Seelsorgerei nicht mehr nötig ist, die uns so viel Kräfte absorbiert. Und wir sind dankbar dafür, weil es von dir ist und du hast uns die Werkzeuge geschafft. Aber wir schauen nach vorwärts, wo die Zeit kommen wird, wo der Geist fällt und wo Menschen aufstehen wie eine Armee, wo du die Knochen zusammenfügst und wo wir nicht dieses lange Flickwerk machen müssen der Neuschöpfung, sondern wo du zusammenfügst und wo Menschen wieder auf ihre Füße kommen und marschieren und sich bewegen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Ilona, du schaust etwas küselt. Das ist, wenn man alte Männer predigen lässt. Danke dir sehr, Gary. Wir werden hier noch eine Zeit